Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Nordfriesische Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen natürlich wieder mal unsere Ballen abladen und ich glaube, es könnte sein. Spoiler-Alarm. Ja, habe ich mir fast gedacht. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, dass wir das direkt in die neue. Nee, macht man nicht. Wir machen das am Hof. Wir brauchen ja die Ballen in der Futtermische zum Beispiel. Weil ich würde sie jetzt ungern verkaufen. Und ich würde sie jetzt auch ungern irgendwo anders reinmachen. Ich würde sie jetzt einfach mal... Ich würde sie einfach am Hof abladen. Und dann gucke ich mal, ob ich sie brauchen kann. Weil jetzt die zu verkaufen, das ist mir schwierig, ne? Ist das Pflastertextur, ist die original auf der Marsch? Die ist auf der Marsch drauf. Ja, ich habe da nichts hinzugefügt. Also wenn du alle Marsch-Mods hast... Ich weiß nicht, ob sie auf der Map ist, Lami, oder ob das ein separater Mod ist. Aber auf alle Fälle, wenn du alle Fett-Mods hast, hast du auch das Pflaster. Zumindest hoffe ich das, sonst weiß ich nicht, wo ich das Pflaster her habe. So, dann machen wir die mal... Wir können die tatsächlich in unser Lager reinballern. Wir können die in unser Lager reinballern. Das ist nicht das Problem. Und ja, ich weiß, wir haben immer noch keine... wir haben immer noch keine... AD-Kurse, aber das ist auch eine Sache, die... Oh, das ist schlecht, oder? Geht das auf dem Trailer drauf? Ja, in die Produktion. Weiß ich nicht. Ja gut, ich kann sie wieder rausholen, ne? Von dem her ist es nicht so schlimm. Ich kann sie aus der Produktion wieder rausholen. So. Hier fahren wir mal rüber. Ich hoffe, das geht runter, ne? Stopp. Ich glaube nicht. Ich kann die aber runterwerfen, ne? Wobei der hintere Anhänger ist halt wirklich rammelvoll. Rammelvoll. So. Dann machen wir das mal kurz runter. Ich habe heute gut gefrühstückt. Habt ihr auch gut gefrühstückt? Jetzt wäre das richtige Moment für ein Seidenbacher Placement, ne? Habe ich aber leider nicht. So. Hallo? Wohin? Nein, bleiben Sie hier. Das machen wir runter, das machen wir runter. Den anderen Anhänger können wir automatisch entleeren. Das müsste wohl auch klappen. So. So. Ah. Ja, passt. Der hat den Spango da rumgemacht. Actimel. Das ist richtig. Actimel regelt. Was mir gerade auffällt, gibt es eigentlich keine Werbung mehr von Actimel? Ich habe schon ewig keine Actimel-Werbung mehr gehört. Gelesen, wie auch immer. So, dann wechseln wir auf den hinteren. Abladeseite ist die falsche, oder? Ach so, ist richtig. Muss ein bisschen gucken, dass ich nicht in den Zaun reinkomme. Ja, so ungefähr, ne? Ich hab gesagt ungefähr. Ah! Warte. So, das funktioniert. Machen wir das Plänchen wieder mal drauf. Wir müssen schon ein bisschen mit Werbung rumfahren, ne? Das geht ja sonst nicht. Uff. Sogar hier kommen wir rum. Ich habe ja überhaupt keine Angst vor gar nichts mehr hier. So, Feld 45 fahren wir nochmal hoch. Da liegen noch ein paar Ballen. Wir können jetzt einfach mal luschern, ob da alles reinging oder nicht. Das weiß ich nämlich noch nicht. Kurze Information für euch, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt in der kleinen Pause uns ein bisschen die Option angeguckt für eine Tiefgarage. Das Thema ist noch nicht vom Tisch. Mal gucken, ob da vielleicht nächste Woche was kommen wird. Mal schauen. Ich bin hier sicher. Warum bist du hier hingefahren? Ach, der sucht eine Werkstatt. Brauchst du nicht, kannst du sparen. Trucker-Mode, die Trucker-Kombi ist mir... Ich finde die auch sehr, sehr geil, muss ich wirklich sagen. Du läufst noch? Muss aber den Drescher wieder anmachen, ne? So, hier wird gewartet. Kollektives Warten. Hier wird weitergemäht. Hier wird weitergefahren. Hier wird weitergefahren, habe ich gehört. Ja, wir waren jetzt gerade in einem anderen Spielstand, deswegen muss ich ja noch ein paar Sachen einfahren. So, wir können jetzt mal gucken, ob wir denn hier einen AD-Kurs einfahren möchten. Wir können mal die Lenkung ändern in Vorderradlenkung.
Das müsste ja mit dem Wenderadius so ein bisschen, ne? So ein bisschen hinkommen. Wir packen uns jetzt mal ein bisschen. Also wir müssen sowieso irgendwann jetzt. Und jetzt können wir es einfach mal jetzt machen. Wir packen uns jetzt ein bisschen Stroh rein. Und werden da mal ein paar Sachen einfahren. Weil so ein paar Sachen sind dann einfach wichtig. Die ich auch brauche für das Spiel hier. Und deswegen Stroh. So, dann würde ich jetzt eine Sache vorschlagen. Wir fangen mal irgendwo jetzt an. Wir fangen mal an vom Start weg, also beziehungsweise vom Start. Das ist nämlich hier vorne. Müssen wir jetzt mal einen Kurs machen. Wir können einmal eine Schleife fahren und dann von der Schleife weg Kurse machen. Das können wir machen. Das heißt, der Kurs würde als Schleife gesehen jetzt, meine Damen und Herren, als Schleife gesehen wird er wahrscheinlich hier ankommen, also hier losgehen. Wird mittig reinfahren. Wie gesagt, das ist jetzt nur die Schleife, ne? So, und dann würde er hier wieder rausfahren. Schön mittig, damit wir hier kein Problem haben. Dann würde ich ihn hier stoppen. So. Und dann haben wir hier, welchen Punkt haben wir hier? Ja, da würde ich vielleicht noch einen hinmachen. Ja, nee. Warum hast du keine Kurse mehr drauf? Wir haben die die AD-Kurse geupgradet, weil natürlich auch im letzten Update oder im einer der letzten Updates waren nämlich ein paar andere Felder mit dabei. Und die sind jetzt mit dem AD-Kurs eingefahren. Und deswegen hat es ein neues AD-Package gegeben. Und ja, das ist es im Prinzip, ne? So. Das war ja immer schon ein Problem hier, ne? Diese Kurve, die werde ich auch nicht schön hinbekommen, glaube ich. Gut, vielleicht. Vielleicht. Lassen wir sie mal so, ne? Dann nehmen wir noch den hier. Ja, wir können auch den hier nehmen. Und den hier zu dem machen. So. Das hier geht, wenn ihr Alt drückt und das Mausrad bewegt. Dann geht das so. So. Das heißt, einmal rechts, einmal links. Und den hier müssen wir noch beziffern mit Hofausfahrt. Passt. Das ist auf alle Fälle eine Hauptstrecke, ne? Also das ist die Hauptstrecke sogar. Ich glaube, die Abladepunkte können wir, glaube ich, als Nebenstrecke auch machen, aber hätte ich das früher gewusst? Also mir wird immer gesagt, guck die Videos von Mario Hüschel dann, aber ich glaube, der kann auch nicht alles. Naja. So, das hier müssen wir noch verbinden, bevor wir hier klugscheißer, ne? Weil ohne Verbinden funktioniert hier gar nichts. So, und jetzt können wir anfangen, uns so ein bisschen zu spielen. Und zwar können wir jetzt Sachen machen, zum Beispiel wie... Wir biegen hier mal so ein bisschen ab. Und gehen jetzt mal... War das Steuerung oder Shift, Chat? Steuerung oder Shift? Das war Shift. Wir haben jetzt Shift gedrückt, während wir hier auf den Rec-Button geklickt haben. Jetzt ist das Ganze nämlich eine Nebenstrecke geworden. Und muss dann nicht extra als Nebenstrecke gekennzeichnet werden. So, wir fahren noch ein bisschen weiter vor. Ja, wir testen das mal so, ne? So, das ist Hoflager abladen. Was bringt denn Nebenstrecke? Der Fahrer würde, zumindest wurde es mir so erklärt, der Fahrer würde eher die Hauptstrecke nehmen, also die Nebenstrecke. Das heißt, die Hauptstrecke wird immer befahren und die Nebenstrecke befährt er nur, wenn er wirklich explizit zu diesem Punkt muss. Das heißt, hier ist, wenn hier nicht explizit Hoflager ausgewählt wurde, fährt er hier nicht lang normalerweise. Deswegen gibt es auch die Idee der Haupt- und Nebenstrecken. Zumindest habe ich das so verstanden. So, ist gut.
Ihr könnt aber die Nebenstrecke später noch, wie soll ich sagen? Ihr könnt die Nebenstrecke später dann noch ändern. Das zeige ich euch jetzt. Das soll jetzt aber kein AD-Dingens hier werden, ne? Beim besten Willen nicht. So. Dann geht ihr her, drückt ihr Shift. Und dann könnt ihr das alles markieren. Und dann habt ihr eine komplette Nebenstrecke. Fertig. Guten Abend, Werner und Chat. Wenn ich im AD-Fenster oben rechts auf die Fragezeichen klicke, bekommen wir die Info Haupt- und Nebenstrecke beim Einfahren. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ist mir schon klar. So, das war jetzt das Einfahren. Das müssen wir noch verbinden. Dann werden wir das gleich mal testen. Ne? Wichtig ist immer testen, testen, testen. So, da fahren wir. So, dann lasst uns das jetzt mal ganz kurz testen. Wechseln. Abladen. Du fährst mir bitte zum Hof. Und die normalen Kurse sind immer bei Standard drin. Die könnt ihr dann noch später verschieben. So. Dann fahren wir jetzt mal hier hin. Und sagen mal abladen. Warte, das war nicht gut. Wir müssen mal kurz sagen, dass er das nicht machen soll. So, wir steigen aus und gucken uns das einfach mal an. Nolli, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hier sieht uns keiner. Er fährt schon mal drüber. Ist schon mal gut. So, lädt ab. Und somit ist der Test schon wieder geglückt. Wie gesagt, kann gegebenenfalls noch ein bisschen nach vor oder nach zurück verschoben werden. Eher nach vor als wie zurück. Ja, heute nur Leiter am Start. Ist richtig, heute nur Leiter am Start. So, und dann gibt er mir, jetzt fährt er noch ein Stück vor und dann gibt er mir eine Meldung, dass er das gemacht hat, wahrscheinlich. Ich habe ja gesagt, er muss nur abladen. Ich habe nicht gesagt, er soll nur wohin fahren, sondern er muss nur abladen, fährt zu dem Abladepunkt hier vorne hin und sagt dann, Chef, fertig. Das ist er schon. So, dann steigt er aus und verlässt. So, ist gut, oder? Das haben wir schon mal gemacht. Simon, danke dir für den Reset im 8. Monat mit Prime. Hallo Werner, du hast immer gute Laune und gibst sie mir weiter, wenn es mir mal nicht so gut geht. Munterst mich auf und ich freue mich immer, wenn ich lese, dass du live gehst. Dankeschön, Simon. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. So, das war das. Lass uns nochmal eine kurze Kontrolle machen, ob noch alles funktioniert. Hier können wir tatsächlich den Rest machen, ne? Und dann können wir hier abrechnen. Dann können wir hier wirklich abrechnen, die Geschichte. Dann machen wir jetzt mal den vorderen Anhänger. Zack. Tim, moin, grüß dich. Hallo, hallo. Dann haben wir hier 300.000 Euro verdient, ne? Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Geld sparen. Weil ich habe da nächste Woche vielleicht was vor. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber ich habe da nächste Woche was vor. Wo ich ein paar hunderttausend für brauchen werde, so ist nicht. Deswegen ist es nie schlecht, wenn man so ein paar hunderttausend an der Seite hat. So, und dann werden wir gleich mal hier ein bisschen einfahren, ne? So. Das... Bis zur nächste Woche? Weiß ich auch nicht, Lami. Sag du es mir. Du fährst mir auf die 48. War die 48, ne? 48, ja. Ich fahre ihn noch mal vor bis zur Kante, glaube ich. Ist, wenn er irgendwo an der Leitplanke hängen bleibt, ist es so ein bisschen schwierig, das Ganze. Also ich sage euch auch, wie es ist. Wenn die Tiefgarage von der Textur oder sowas her nicht geht, ich knall sie mir so drauf, ne? Ist mir egal. Wenn wir da nichts ändern können, dann wird die auch so drauf geballert. Dann ist es mir wert. Dann mache ich einen Teppich drüber, weißt du? So, passt. Dann können wir die Mission abschließen, würde ich sagen, oder? Weil worauf sollen wir denn warten? Danke. 310.000 Euro nehme ich doch gerne mit. So, ja, das dauert hier noch einen Moment, bis der fertig ist. Ich habe kurz überlegt, ob ich das hier hinfahren soll. Ich
Leute, wir warten einfach. Wir haben noch keinen Stress hier, ne? Das gibt eine Katastrophe, wenn ihr das so weitermacht. Die Tiefgarage wurde noch nicht gebaut, nein. Oh, du bist leer. Dann fährst du mal bitte zum Hof. Da müssen wir jetzt auch einen Kurs einfahren, ne? Dass das hier automatisch aufgeladen wird. Hof. Warte mal, wir müssen das generell jetzt mal ein bisschen umbauen. Hof, Hof. Das hier gehört hier rein. Und das hier gehört hier rein. So. Und der Hof, Hof heißt nicht Hof, Hof, sondern der Hof heißt eigentlich Einfahrt. Eigentlich. Du bist im Weg, ne? Ich will nichts sagen, aber du bist im Weg. Sebinger, danke dir für den Reset im 26. Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, gut. Das läuft auch. Gut. Meine Damen und Herren, für heute sind wir fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen und noch ein paar Dekos anfahren. Ich freue mich. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.